Hallo und herzlich willkommen zurück zu Approximation mit Fourierreihen. Kurze Vorwarnung, ich habe heute einen ganz besonderen Special Guest hier neben mir, nämlich unseren Hund. Das heißt, wenn irgendwelche komischen Geräusche zu vernehmen sind, ist das Isaac in Person. Den ich hier gerade mal kurz unterm Schreibtisch entfernen muss. Nein. So. Wir haben letztes Mal aufgehört mit dem Satz 2,6. Wir haben uns die Dirichlet-Kerne angeguckt. Haben festgestellt, dass die im Integral gerade eine 1 sind, wenn wir das auf die 2π normieren, also auf die im Prinzip auf das Maß des Intervalls, wenn wir so wollen. Dann haben wir festgestellt, dass die Dirichlet-Kerne sowohl positive als auch negative Werte annehmen und dass ihre L1-Norm auf diesem Intervall minus Pi bis Pi für n gegen unendlich unbeschränkt ist. Also das heißt, die Dinger können nicht eingefangen werden. Gut, dann haben wir uns hier irgendwie in zwei Folgen durch diesen Beweis geknödelt. Und im Prinzip sehen wir also damit, dass die Dirichlet-Kerne nur bedingt zu gebrauchen sind, da sie für große n schlecht skalieren. Ne? Wir wollen halt im Zielbild irgendwie diese Dirichlet-Kerne mit Fourierreihen verheiraten, haben das ja auch schon gemacht. Wir wissen, dass Fourierreihen nicht zwingend divergieren müssen. Wir haben uns noch nicht wirklich über Konvergenz unterhalten, aber das kommt halt später. Aber wir sehen, dass halt diese Dirichlet-Kerne den Nachteil haben, dass sie halt inhärent divergent sind. Auch ein schöner Satz. So, und der Grund hierfür ist vorrangig, dass diese dn auch negative Werte annehmen. So, und das versuchen wir zu unterbinden, indem wir diese Dirichlet-Kerne mitteln, indem wir arithmetische Mittel von Partialsummen betrachten. Und das ist das Konzept der sogenannten Cesaro-Konvergenz. Und das ist eigentlich ein Konzept, was universeller ist, weil das halt einfach irgendwie ein analytisches Konzept ist und jetzt nicht per se was funktional-analytisches. Und da ich aber nicht darauf bauen möchte, dass jeder das in der Analysis gemacht hat, weil das irgendwie auch nicht so mehr so ein Standardthema ist, sondern ja so ein Nischending, führen wir einfach kurz den Begriff ein, holen uns ein elementares Resultat mit Literaturanweisung und gucken uns dann an, was hat das für die Fourierreihen und für die Dirichlet-Kerne für eine Auswirkung. Insbesondere, was ist da sozusagen die Substanz hinter? Fangen wir also mal an mit dem Begriff. Das ist Definition 2.7. Und zwar betrachten wir eine Reihe. Und zwar eine Reihe der Bauart Summe k aus n oder k gleich 0 bis unendlich. Letzten Endes ist das alles eine Indexschieberei. Alter Hund. Irgendwas ist unter meinem Schreibtisch schon mal sehr interessant. Und wir haben irgendwelche Reihenglieder AK. Und so eine Reihe heißt Cesaro-konvergent. Falls die Folge der Partialsummen konvergiert. Also falls die Folge Sigma n, n aus n mit, also sogar n aus n 0, mit Sigma n gleich. Und jetzt mitteln wir 1 durch n plus 1 mal die Summe j gleich 0 bis n über die SJ, Entschuldigung. Was sind SJ? SJ müssen wir noch definieren. SJ ist einfach immer die Summe der Reihenglieder bis zu dem Term. Also L gleich 0 bis J AL. Wenn diese Reihe hier konvergiert. Diese Folge konvergiert. So, das heißt, was passiert hier im Wesentlichen? Wir summieren halt die Reihenglieder auf bis zu einem gewissen Index. Und dann nehmen wir diese Summen und mitteln die. Na, das heißt, machen wir mal ein simples Beispiel. Wenn wir irgendwie die Reihe haben, ja, vernünftige Farbe suchen, irgendwie die Reihe haben, k gleich 0 bis unendlich. Was nehmen wir jetzt mal irgendwie 1 durch k? So, und ich möchte jetzt zum Beispiel haben Sigma 3. Upsi. Warum das Sigma heißt, hat übrigens keinen tieferen Grund. Ich habe einfach die Notation aus dem Caballo übernommen. Sigma 3 ist dann eben 1 durch ja, n plus 1, also 3 plus 1, mal die Summe j gleich 0 bis 3. Und dann kommen jetzt halt hier die SJs. Und jetzt können wir uns ja mal angucken, wie die zustande kommen. Also S0 ist ja die Summe von L gleich 0 bis 0, ist also nur A0. Ganz blöde Reihe, ne? So, 1 durch K plus 1.
Weil wir bei 0 anfangen. Das ist die gleiche Reihe, nur halt um 1 verschoben. Ist also 1. S1 ist dann ja die Summe von L gleich 0 bis 1, also A0 plus A1. Ist also 1 plus 1 halb ist 3 halbe. S2 ist dann A0 plus A1 plus A2 ist also 3 halbe plus ein Viertel. Da wird es schon wieder schwierig. Das ist jetzt wieder Terrain, da kann man sich nur blamieren. Das ist 7 Viertel. Ich glaube, wir kriegen es hin, aber immer dann, wenn Zahlen ins Spiel kommen, wisst ihr ja, ist außerordentliche Vorsicht geboten mit dem, was ich hier gerade tue. Also das ist dann noch das ganze plus A3, das heißt, wir haben 7 Viertel plus ein Achtel, das heißt 14 Achtel plus ein Achtel, also 15 Achtel. Das heißt, was hier letzten Endes steht, ist ein Viertel mal. So, und jetzt steht da halt 1 plus 3 halbe plus 7 Viertel plus 15 Achtel. Und das kann jetzt jeder entweder ausrechnen oder sich irgendwie bei Wolfram reinhacken. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Genau. Das ist also das Konzept, was bei dieser Cesaro-Konvergenz passiert. Wir nehmen immer ein Reihenglied mit dazu und mitteln auf die Anzahl der Summanden, wenn man so möchte. So, in dem Fall, dass so eine Reihe Cesaro-konvergent ist, geben wir diesem Grenzwert einen eigenen Namen. Weil wir werden gleich sehen, dass da unter Umständen Differenzen auftreten können. Also in diesem Fall heißt, wir geben dem jetzt den Namen C-Summe. Also wir stellen einfach so ein C voran, dass man halt den Unterschied zum Reihenwert hat. Das Ding, was dann nichts anderes ist als der Limes n gegen unendlich über diese Sigma n. Das Ding heißt Cesaro-Summe. Jetzt ist es halt mal spannend, vielleicht für das Mini-Beispiel hier, sich nochmal zu überlegen. Was wäre denn jetzt hier die Cesaro-Summe? Ja, dafür müsste man sich jetzt halt für dieses S0 mal eine allgemeine Formel ausdenken. Für das S0. Für das SJ. Das ist aber in dem Fall nicht ganz so schwierig. Wir können allerdings hier auch sofort mit ein bisschen mehr Theorie was aussagen. Denn wenn so eine Reihe konvergent ist, dann ist auch die Cesaro-Reihe konvergent, also die Reihe auch Cesaro-konvergent. Und der Grenzwert ist gleich. Das ist nicht evident, sondern das ist der Satz, den ich meine, den wir uns jetzt aus der Literatur ziehen. Na, also wir wissen jetzt sofort, okay, diese Reihe hier, die divergiert, also wird auch diese Cesaro-Reihe divergent sein. Und dann ist es vorbei mit der Frage, was der Grenzwert ist. Und das ist jetzt primär Inhalt von Satz 2.8, den wir jetzt an der Stelle, wie gesagt, nicht beweisen werden, weil das ist wirklich ein reines Analysis-Resultat. Und der sagt jetzt aus, eine konvergente Reihe ist auch Cesaro-konvergent. Und zwar mit gleichem Grenzwert. Das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, ne? Weil das ist ein relativ elementarer Beweis, weil man hat nicht viel an Definitionen zur Auswahl. Man hat nur Reihenkonvergenz, Cesaro-Konvergenz und man muss halt einfach nur die Konvergenz auf diese Cesaro-Konvergenz mappen. Da ist ein bisschen technisch zu friemeln, aber da passiert nicht viel. Ne? Deswegen der Beweis, falls euch der interessiert, der ist für diesen Kurs vollkommen irrelevant. Den könnt ihr finden im Buch von Caballo. Das ist der Band Anna 1 und da ist das Satz 38.17. Das ist auch so eine Nummer, die hat man so, liest man einmal, dann weiß man die sofort auswendig. Gut, also, wenn wir eine konvergente Reihe haben, ist sie auch Cesaro-konvergent. Erste Frage, die sich stellen sollte, gilt auch die Umkehrung. Und da ist es, wie so häufig, die Umkehrung gilt nicht. Und auch da wieder, wie so häufig im Kontext mit Reihen, ist das Gegenbeispiel die alternierende Reihe, also minus 1 hoch k. Na, also die Umkehrung
gilt im Allgemeinen nicht. Für die Umkehrung muss man eine Wachstumskondition an die Reihenglieder stellen. Die müssen, glaube ich, irgendwie klein o von n sein. Dann geht's. Aber das ist vollkommen egal an der Stelle. Und zwar, wie gesagt, wir betrachten mal die Reihe k gleich 0 bis unendlich minus 1 hoch k. Die ist natürlich divergent. Aber wir können das SL sehr genau angeben. Und zwar ist das SL in den obigen Definitionen hier, oder SJ heißt es hier, ist ja einfach nur die Summe dieser Reihenglieder. So, und wenn wir jetzt mit k gleich 0 anfangen, fangen wir halt mit 0 an. Dann kommt eine 1 drauf. Minus 1. Dann kommt eine 1 drauf, ist er wieder bei 0. Dann kommt eine minus 1 drauf, ist er wieder bei minus 1 und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, wir landen bei SL gleich 0, falls das L gerade ist. Und minus 1, falls das L ungerade ist. Ist jetzt halt gerade was komplett anderes, als bei mir im Skript steht. Gucken wir nochmal. Sind sowas ja immer spannend. Also SJ war die Summe L gleich 0 bis J, AL. So. Das heißt, in unserem Fall hier ist S0 einfach das erste Folgenglied, also minus 1 hoch 0, das ist definitiv 1. Da war schon der Denkfehler. S1 ist minus 1 hoch 0 plus minus 1 hoch 1, also 1 plus minus 1, also 0. Das heißt, es ist genau andersrum. Mann, ey. So, das heißt, es ist 1, wenn L gerade ist und 0, wenn L ungerade ist. Meine Güte. Ich sag ja, sobald Zahlen ins Spiel kommen. Und dann kann man für Sigma N sich fragen, ja, was sind da die Mittel? Na gut, da muss man einfach durch die Anzahl teilen. Das ist halt im Fall N gleich 1 ist es 1. Und ansonsten ist es N durch N plus 1. Ja, das schickt jetzt keine große Raketenwissenschaft hin. Das heißt aber, der Cesaro-Limit. Also die Cesaro-Summe existiert von dem Viech und ist halt gerade der Grenzwert von den Sigma n. Ja, der Grenzwert hiervon ist aber gerade ein halb. So. N halbe. Weil wir immer wieder Nullen addieren. Ich hoffe, das ist im Skript nicht so, aber ich schreibe es mir vorsichtshalber mal auf. Mal diese kleinen Flüchtigkeitsfehler zwischendurch. So, das heißt also, wir sehen, wir haben hier eine divergente Reihe gefunden, die aber Cesaro-konvergent ist. Das heißt, wir dürfen, wie gesagt, nicht den Fehler machen, dass wir diese Begriffe gleichsetzen. Jetzt möchte ich kurz, weil ich es eben gerade schon angesagt habe, nur mal eben kurz nachgucken, wie das ist mit dieser Wachstumsbedingung. Also wann die Umkehrung wirklich gilt. Genau, also hab das hier vielleicht mal rein. Vielleicht nehme ich das auch noch ins Skript auf. Die Umkehrung gilt, falls Betrag AK ein klein o von 1 durch K ist. Ja, das heißt, plakativ gesprochen, wenn ich den Betrag von AK nehme und durch 1 durch K teile, dann ist das immer noch eine Nullfolge. Na, also man könnte es auch so framen, dass K mal Betrag AK, dass das gegen 0 geht. Ne, das reicht dann aus, damit man dann aus der Cesaro-Konvergenz wieder auf die Konvergenz schließen kann. Der Beweis ist jetzt auch, glaube ich, nicht ganz so tragisch. Ich gucke mal eben kurz in die Lösung. Ich habe mich damit nicht großartig auseinandergesetzt, ehrlicherweise. Ja, also in der Lösung vom Caballo steht nur drin, kann man analog zu irgendeinem Satz beweisen. Also ich tippe mal drauf, da wird wirklich nicht viel stattfinden. Ansonsten findet man, glaube ich, auch diese Aussage in dem Caballo Anna 1 Buch. Moment, kann ich auch eben verifizieren.
37 Watt, 38, 17. Ja, genau, das ist 38, 19. Genau. Ist tatsächlich nur eine Folgerung aus einem etwas stärkeren Satz, nämlich aus dem 38-18er. Und der sagt, aus dem 38, doch. Und der sagt sinngemäß, wenn wir Funktionenreihe haben, die gleichmäßig konvergiert und man hat so eine Abschätzung, dann konvergiert auch die Reihe der Folgen wieder gleichmäßig gegen die arithmetische Folge. Passiert halt nicht wahnsinnig viel. Ist halt wieder viel Epsilon-Geschiebe. Aber wie gesagt, rein analytischer Variante, nicht funktional analytisch. Das ist jetzt eher das, was dann in der nächsten Folge wieder kommt. Gut, dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Zeit und tschüss.